Das heißt, wir können Störungen, wie Sie das schon kennen, von der Statistik her, immer mit dieser gaußschen Normalverteilung hier abbilden. Wir haben eigentlich 68% sind normal, das ist Mittelwert plus minus eine Standardabweichung. Wenn es dann zwei Standardabweichungen hier vom Mittelwert abweicht, dann haben wir grenzwertige Personen oder Kinder, das heißt, die sind nicht wirklich gesund, die ist aber auch noch nicht klinisch auffällig, sondern die zeigen eine gewisse Anzahl von Symptomen, aber nicht das Vollbild des Syndroms. Das heißt, jetzt wenn wir mal Depression nehmen nach DSM-5, wo wir 5 Symptome innerhalb von 2 Wochen ohne Unterbruch aus 9 vorgegebenen Symptomen hier vorliegen haben müssen, dann sehen wir 5 innerhalb dieser 2 Wochen, das wäre das Vollbild, das wäre dann eben hier die Störung, die hier repräsentiert wird. Wenn jetzt nur 4 Symptome vorliegen, dann sehen wir dieses Kind, dieser Jugendliche, dieser erwachsene Mensch ist auch nicht im Lot, der ist nicht ganz hier gesund und gut unterwegs, ist aber noch nicht hier eben in der Störungskategorie, weil ein Symptom hier fehlt für die Vergabe der Diagnose, das wäre hier grenzwertig. Das heißt, all diese Kinder, wo wir eben sehen, die sind hier auffällig, aber die erreichen hier den Cut-off, den klinischen Cut-off nicht für die Vergabe der Diagnose, die wären grenzwertig. Die sind aber auch nicht gesund oder im Sinne, in Anführungszeichen, ganz normal, sondern das sind sogenannte Risikokinder, wo wir eben sehen, bei denen müssen wir besonders hier aufpassen, besondere Strukturen auch vorgeben, Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Kinder dann eben nicht hier ins Pathologische abgleiten. Gut, damit möchte ich einen Aspekt aufgreifen, welcher von Förster 1972 hier ins Spiel gebracht wurde. Förster war ein Theoretiker, ein Lerntheoretiker, ein verhaltenstherapeutisch orientierter Forscher und eben Therapeut. Und was er vorgeschlagen hat, jetzt im Zusammenhang mit Depressionen, insbesondere auch seine Depressionstheorie von Förster, die dann von Levinson später weiterentwickelt wurde, die beinhaltet jetzt diese Idee, dass wir eigentlich immer 3 Facetten oder 3 Aspekte von Störungen zu berücksichtigen haben. Zum einen die sogenannten Verhaltensexzesse, zum zweiten die sogenannten Verhaltensdefizite und zum dritten die sogenannten Verhaltenslücken. Und zwar jetzt, er hat es bei der Depression sehr schön dokumentiert, aber das sehen Sie bei allen Störungen durchs Band hinweg, nämlich wir sehen eben exzessives Verhalten und das wäre jetzt hier eben im Sinne dieser gaußschen Normalverteilungskurve so definiert, dass eben überschießen ist. Das zeigen Personen zu häufig, zu viel, zu lange. Also wird sich auf die Intensität wie auf die Dauer beziehen können, das wäre hier exzessiv. Das heißt, es wäre also exzessive Aggression, exzessive Depression, exzessive Störungsmomente innerhalb der Angst, das wäre hier das, was exzessiv vorliegt. Das heißt, man zeigt ein zu viel an dieser Ausprägung, sei es Dauer oder Intensität. Das heißt, wir haben hier dieses Bild, dieses Anhäufen von Stress hier mit diesem Fundament genetisch angeborene Vulnerabilität. Darauf setzt sich dann der lebensgeschichtliche Stress, das heißt all das, was eben das Kind hier über die Jahre hinweg an Dysfunktionalitäten erfahren hat, das heißt eben inkonsistente, verwöhnende Erziehung, mangelnde Wärme, mangelnde Sensitivität, in Pathologien, bei den Eltern, was auch immer. Dann kommt häufig eben der Lebensphasenstress dazu, die Pubertät, die hier ganz markant eben eine wichtige Rolle spielt. Sie sehen auch, der Modus von Störungen, der liegt um 12 bis 14 Jahren. Das heißt, sobald Pubertät einsetzt, nimmt das Störungsrisiko hochsignifikant zu. Das hat mit diesem zusätzlichen Stress zu tun, mit dieser Verunsicherung. Man ist biologisch hier plötzlich auf einer ganz anderen Welle. Man ist hier eben von den psychosozialen Anforderungen. Die Schule wird anspruchsvoller. Man muss sich entscheiden für höhere Schulen. Man wird eben hier auch mit Berufsperspektiven bereits hier sich beschäftigen müssen. All das führt hier zu einer Zunahme des Stresses. Und wenn es hier dann noch zusätzlich hier eben Alltagsstressoren dazukommen, seien es chronisch destruktive Konflikte,
der Eltern, eine kranke Großmutter, ein behinderter Vater, der vielleicht eben als Bauarbeiter von einem Gerüst gestürzt ist, der jetzt hier eben behindert zu Hause sitzt, dem Alkoholismus verfällt und so weiter und so fort. Das sind alles hier die Stressoren, die sich dann hier dazu kumulieren. Und Sie sehen jetzt hier diese rot eingezeichnete Linie, das ist eigentlich hier die kritische Schwelle für die Dekompensation. Das heißt, wenn jetzt hier diese kritische Schwelle überschritten wird, dann haben wir die Symptome oder Syndromentwicklung. Jetzt zeigt das Kind, der Jugendliche, die Person hier eine Störung, die eben auch wahrgenommen wird von der Umgebung, die auch diagnostiziert wird, wenn sie die Kriterien erfüllt oder eben als grenzwertige Störung hier erkannt wird.